Ey yo, was geht, Freunde? Ich arbeite seit einiger Zeit an einer Dokumentation über die verrückten Machenschaften von P. Diddy. Und da bereits sehr viele Leute über das Thema gesprochen haben, rolle ich das Ganze etwas anders auf. Ich durchleuchte das komplette Leben von Diddy, angefangen bei seinem Vater, der ein Gangster war und ermordet wurde, bis zu den neuesten Vorwürfen gegen ihn, damit wir uns am Ende ein Bild machen können, warum Diddy so ein merkwürdiger Mensch geworden ist. Das dauert natürlich eine Menge Zeit, so dass ich euch gefragt habe, welches Video ihr bis dahin sehen wollt. Und die meisten von euch haben wieder ein Thema mit Diddy gewählt. Deswegen schauen wir uns heute an, weswegen Diddy Drake eine verpasst haben soll. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und wenn ihr beim nächsten Livestream dabei sein wollt, dann aktiviert auch gerne die Glocke. Und viel Spaß mit dem Video. Diddy und Drake sind zwei Hip-Hop-Giganten, die schon vor über einem Jahrzehnt befreundet waren. Sie arbeiteten im Jahre 2010 gemeinsam an Diddys Album namens Last Train to Paris und veröffentlichten gemeinsam den Song Lovin' You No More, zu dem sie sogar ein Musikvideo drehten. Sie waren auch hin und wieder mal zusammen auf der Bühne zu sehen, wie beispielsweise im Jahre 2013 beim OVO-Fest, und feierten oft gemeinsam Partys. Bei einer dieser Partys im Februar 2014 performte Drake seinen Song Worst Behavior gemeinsam mit Diddy auf der Bühne, während sie vom Publikum gefilmt wurden. Dabei entstand eine Aufnahme, die dafür sorgte, dass sehr viele im Internet spekulierten, ob dadurch der Streit zwischen Drake und Diddy entstand. Denn während der Performance hatte Drake Probleme mit seinem Mikrofon und schnappte deswegen blitzschnell das Mikrofon aus Diddys Hand, sodass Diddy sogar noch 2 Sekunden brauchte, bis er realisierte, dass er kein Mikrofon mehr in der Hand hatte. Viele waren der Meinung, dass dieser Moment den Streit zwischen den beiden entfacht hat, bis der wahre Grund für den Beef bekannt wurde, und zwar der Song 0 to 100. Der Beat zu diesem Song wurde im Jahre 2014 unter anderem von einem sehr talentierten Produzenten aus Kanada namens Frank Dukes produziert, der zunächst nicht wusste, was er mit dem Beat anstellen sollte. Also schickte er den Beat zu einem anderen Produzenten, der ebenfalls aus Kanada kam, namens Boy Wonder, der zu diesem Zeitpunkt gerade mit P. Diddy im Studio saß. Boy Wonder sorgte dafür, dass der Beat fertiggestellt wurde, sodass Diddy ihn gleich einkassierte, um ihn für sich zu verwenden. Doch um den Song fertigzustellen, brauchte Diddy einen guten Songwriter, der dafür sorgte, dass der Song garantiert ein Hit wird. Denn wir kennen ja alle die berühmte Line von Diddy auf dem Song Bad Boy for Life. We still here, you're rocking with the best. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Da Drake zu diesem Zeitpunkt schon einer der gefragtesten Künstler der Szene war und beide Produzenten sehr eng mit ihm zusammenarbeiteten, bat Diddy Drake darum, seine Verse zu schreiben. Also schrieb Drake den Song, nahm eine Ghostspur auf, in der Diddy seine Verse vorrappte und sendete den Track kurze Zeit später zurück an Diddy. Doch der soll sich monatelang nicht gemeldet haben, sodass Drake den Song im Juli 2014 einfach gratis auf seiner Soundcloud-Seite hochlud. Und der Song wurde über Nacht zu einem riesen Erfolg. Mittlerweile erreichte er Doppelplatin-Status. Und allein auf Spotify, wo der Song kurz darauf hochgeladen wurde, generierte er 500 Millionen Streams. Da die Veröffentlichung offensichtlich nicht mit Diddy abgesprochen wurde, fühlte sich Diddy von Drake hintergangen. Deswegen ging Diddy noch im selben Monat auf die Bühne und verkündigte öffentlich, dass Drake den Song von ihm geklaut haben soll. Damit wurde zum ersten Mal für die Öffentlichkeit sichtbar, dass dicke Luft zwischen den beiden herrschte, bis es im Dezember 2014 eskalierte. Denn in diesem besagten Monat feierte DJ Khaled seinen 39. Geburtstag und feierte in demselben Club, in dem Drake Monate zuvor das Mikrofon von Diddy weggenommen hatte. An diesem Abend waren sehr viele Stars anwesend, darunter auch Drake und Diddy, die dort das erste Mal seit Monaten wieder aufeinander trafen. Da sehr viele Menschen und Securities anwesend waren, waren die beiden die ganze Nacht getrennt, bis Diddy wahrscheinlich im alkoholisierten Zustand seine Securities zu Drakes Tisch schickte, um ihm mitzuteilen, dass er mit ihm rausgehen wolle, um die Differenzen zu klären. Kurze Zeit später sollen Drake und Diddy dann mit ihrer kompletten Crew rausgegangen sein, um miteinander zu reden. Aber das Gespräch wurde sehr schnell laut und nachdem sich die beiden angeschrien hatten, soll Diddy auf Drake losgegangen sein. Einige Augenzeugen berichteten, dass Diddy Drake nur eine Ohrfeige verpasst haben soll. Aber eine Augenzeugin soll laut der Daily News gesehen haben, dass Drake 3 Faustschläge von Diddy kassiert hat. Bei der Auseinandersetzung hat Drake sich die Schulter ausgerenkt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Noch am selben Abend twitterten ein Dutzend von Leuten über die Ereignisse, sodass sehr viele Nachrichtenportale begannen, über den Vorfall zu berichten. Doch von Drake und Diddy gab es monatelang kein Statement.
Laut Kanye West sollen die beiden dann 3 Monate später bei einer Fashion-Show erneut aufeinander getroffen sein. Und dort soll es wieder so heftig eskaliert sein, dass Jay-Z höchstpersönlich dazwischen gehen musste. You had Puff Daddy at that time. Puff Daddy had beef with Drake. Drake still came to the show and Jay-Z had to break up the fight backstage. Da es erneut zu einem Streit kam, mischte sich ein gefürchteter Mann namens Jay Prince ein, der seit dem Beginn von Drakes Karriere mit ihm verbunden ist, und veröffentlichte ein Statement gegen Diddy. Jay Prince sagte, Drake ist Familie, und wenn Puffy denkt, er kann meine Familie angreifen, dann muss er damit rechnen, dass auch seine Familie angegriffen wird. Damit hatte Diddy nicht nur Beef mit den angesagtesten Rapper aus der Szene, sondern auch mit den Leuten im Hintergrund, sodass viele Angst hatten, dass die Situation eskalieren könnte. Deswegen setzten sich die Hintermänner beider Parteien zusammen und sorgten dafür, dass die beiden miteinander reden konnten. Im Mai 2015 berichtete TMZ, dass Drake und Diddy nach einem langen Telefonat alle Probleme aus der Welt geschafft haben. Und im August 2015 wurde Diddy dann bei einem Interview auf das Ganze angesprochen. Bei dem Interview fing Diddy dann eiskalt an zu lügen und behauptete, er habe Drake niemals angefasst und dass Drake sein Lieblingsrapper sei. What made you put hands on Drake? I did not put hands on Drake. Oh. And I do not want any problems with Drake. I didn't do nothing to Drake. Drake is my friend. 0 to 100 was initially a record that was my record, just a misunderstanding because we was working with the same producers. Honestly, Drake is actually my favorite rapper. You know what I'm saying? Drake dagegen hat bis heute nie öffentlich über den Vorfall gesprochen. Es gab nur ab und zu ein paar Seitenhiebe in Songs in Richtung Diddy. Natürlich immer wieder ohne seinen Namen zu nennen. Im August 2016 gewann Drake einen VMA Music Award für den Song Hotline Bling. Und da er nicht anwesend sein konnte, nahm P. Diddy den Award entgegen, um zu zeigen, dass er und Drake scheinbar wieder gut miteinander sind. Doch seit dem Vorfall vor 10 Jahren sah man Drake und Diddy so gut wie gar nicht mehr zusammen, so dass wir davon ausgehen können, dass sie nicht mehr befreundet sind. Damit hat Diddy wieder mal dafür gesorgt, dass ein Künstler aus seiner Umgebung nicht mehr gut auf ihn zu sprechen ist. Bei dem Video über Diddy, das bald erscheinen wird, werde ich euch zeigen, dass es noch ein Dutzend mehr Künstler gibt, die wegen Diddy in sehr unangenehme Situationen geraten sind. Doch bis dahin, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Checkt gerne meine anderen Videos ab, bleibt gesund und wir hören uns wie immer beim nächsten Video. Gerne.